würde sagen, wir gehen auch auf jeden Fall mal trotzdem in den Shop. Es wird bestimmt wieder Greed sein. Denn, ja. Sagen wir mal ehrlich, das ist immer so, wenn wir... Oh, es ist doch kein Greed. Ja, jetzt ist halt die Frage. Lieber die Pille? Ich wusste es. Ich wusste es, dass es die scheiß Telepilz ist. Ah! Kacke! Kacke, kacke, kacke. Ärgerlich. Gut, da hätte man lieber das blaue Herz mitnehmen müssen, ey. Perik, du Noob. So, vielleicht kriegen wir ja noch zwei Münzen, dann können wir uns eventuell noch das blaue Herz holen. Das war ein langer Weg. Boah, wir sind so langsam, ey. Das ist grauenvoll. Ich hoffe, wir kriegen auch noch eine Bombe. Nee, das ist keine. Dann können wir uns nämlich auf jeden Fall auch noch den blauen Stein da wegsprengen. Das wäre schon ziemlich nice. Also hier werden wir keine Bombe bekommen. Denn die wird auch mitten drauf spawnen hier. Spawnen. Ehrlich. Okay, das ist sowieso keine Bombe. Aber es hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn da eine Bombe gekommen wäre. So, dann schauen wir uns mal an. Einmal Chat. Chat ist nicht so nice irgendwie. Ich hoffe ehrlich gesagt auf einen Teufelsraum. Denn ja, bis jetzt haben wir ja den einen Teufelsraum gehabt zwar, aber den konnten wir ja nicht benutzen. Na komm schon. Ich muss sagen, der ist nachher echt ziemlich nervig, der Chat. Weil er so klein ist und dann auch schnell wird. Oh, ich wusste es! So, wir kriegen Little Chat. Er gibt uns ab und zu mal Herzen. Es sind leider immer nur rote Herzen. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber ansonsten eigentlich auch ganz lustig. Und ja, mal sehen. What a horrible... Night. So, langsam machen wir ihn mal. Zack. Eat it. Eat it. Ihr seht schon, das Hourglass ist jetzt auch nicht so super strong. Ist gut, dass wir uns die Karte aufgehoben haben, finde ich, weil so kriegen wir immerhin ein Schadensupgrade. Leider kein Typi, kein Teufelsraum da. Ja, was haben wir denn noch so? Den Sündenraum. Den werden wir jetzt auch einfach mal weglassen. Ja, schade, dass wir keine Münzen auch bekommen haben. Naja. Kann man nichts machen. Bomben haben wir auch nicht gesehen. Das ist natürlich auch irgendwie ein bisschen schade. Aber an sich ist immer noch ein Run, der eigentlich ganz okay ist. Ich hasse das. Ich hasse diese Ebenen so, ne? Komm her. Alter, das ist so scheiße beknackt, ne? Normalerweise kommen die doch immer nur dahin. Geh weg. Mit deiner Fratze. Nice, eine Bombe, das ist schon mal ziemlich nice. So, gucken wir uns das hier mal an. Zack, zack. Und Greed. Nein. Oh, die hätte ich gerne. Die hätte ich wirklich gerne, die Candle. Das würde uns so ein kleines Schadensupgrade geben. Ihr habt schon gesehen, die Fliegen haben auch gerade wieder den Schuss abgeblockt. Karte ist Two of Clubs. Das ist eine Verdopplung der Bomben. Ich hasse es, wenn Gegner einen einquetschen. Weil man Maggie so scheiße langsam ist. Dieser Charakter ist so langsam, ey. So. Ich muss sagen, ich bin echt froh darüber, dass es jetzt nicht nochmal ein Labyrinth ist.
Weil ich mag diese Curse of the Labyrinth eigentlich gar nicht. Denn, ja klar, man hat zwar zwei Schatzräume, aber man hat zum Beispiel nur einen Shop, in dem man normalerweise zwei hätte. Und, vor allen Dingen auch nur die Chance, einen Teufelsraum zu bekommen, irgendwie habe ich das Gefühl, die ist echt geringer. Als wenn man nur normale Ebenen hat. Das finde ich schon ein bisschen doof. Dovi doof. So, wir gucken mal. Es ist Monstro 2. Der Boss geht eigentlich noch ganz gut klar, finde ich. Er ist zwar auch nervig, aber es gibt so einen Trick. Immer um ihn rumlaufen. Das ist so der Trick, den ich euch hier nennen kann. Das ist so mein Trick für diesen Boss. Zack, 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 zack. Er ist ein bisschen tanky. Das macht ihn ganz schön nervig, muss ich sagen. Aber dadurch, dass man diesen Trick hier verwenden kann, ist er doch ein relativ easy Boss. Komm schon. Also, yay, wir kriegen einen Sündenraum. Das ist schon mal ein Sündenraum. Teufelsraum meine ich natürlich. Und wir gucken mal, betet den Boss. Ja. Es sind zum einen 25 Pennies und Goopy's Tail. Ja, es ist die Frage. Können wir mal mitnehmen? 25 Pennies finde ich eigentlich nie worth. Also, klar, es sind 25 Pennies, aber es kommt nur noch der eine Shop und ich meine, wir hätten auch die Candle da bekommen, aber nee, tut mir leid, Leute. Also 25 Pennies für ein Herz finde ich nie worth eigentlich. Also wenn jetzt superklasse mega die Burner-Items drin gewesen wären, dann hätte ich es wahrscheinlich gemacht, aber ansonsten eher nicht. So, blaues Herz, sehr nice. Goopy's Tail erhöht übrigens die Chance, falls sich das einige von euch gerade fragen, eine Kiste nach einem Beenden eines Raumes zu bekommen. Ich ahne aber trotzdem, dass wir die Candle nicht bekommen. Oh, nice! So, ich hoffe mal, wir bekommen noch eine Bombe. Dann hätten wir nämlich 6 Bomben. Hier werden wir auf jeden Fall keine bekommen. Mom's Pearl erhöht übrigens auch die Chance auf blaue Herzen. Okay. So, dann wollen wir mal gucken, was haben wir hier? Das Book of Shadows. Das ist gar nicht mal schlecht. Immerhin besser als unser anderes Item. So. Dann schauen wir uns auf jeden Fall noch den Kampfraum an. Oh Gott. Oh Gott, ist das scheiße. Mit Maggie ist man so lahmarschig. Zack. Eat my Kugeln. Ich hasse diese Viecher. Warum dreht er sich denn auf einmal? Hier. Warum dreht er sich denn manchmal? Das ist ja total bescheuert. Fick dich doch. Fick dich. Aber das Gute ist... Ach, wir hätten das Book of Shadows da benutzen können. Ich bin ein Holzkopf. So, wir gucken jetzt erstmal, ob hier der Secret Raum ist. Hier könnte er sein. Okay. Er könnte hier sein. Ja, da ist er auch. Oh, das ist der Super Greed. Vielleicht droppt er die Money Power Brille. Der manchmal. Oder auch nur einfach Münzen. Münzen ohne Ende. So. Das heißt, wir holen uns jetzt definitiv die Candle, denn wir haben, wie viel Schaden haben wir denn?
Das ist nicht viel. Wir brauchen die Candle. Die Candle ist OP. So, das werden wir mitnehmen. Das ist eine Pretty Fly. Ätzend. Ätzend. So. Ja, mal gucken. Mal schauen, was denn da so noch geht. Oben lang. Ja, man könnte noch schauen, ob man den zweiten Secret-Raum findet, aber der kann auch echt an vielen Ebenen sein. An vielen Räumen, meine ich. Und deswegen lassen wir das jetzt einfach mal, den Sündenraum. Hätte ich ja noch mitnehmen können eigentlich, oder? Aber habe ich den jetzt mitgenommen? Oh, ich weiß gar nicht mehr. Ich bin verwirrt. Egal, wir gehen jetzt hier direkt rein. Der Dice ist eigentlich nice. Aber die Candle kann ich nicht wegrollen. Das wäre ziemlich retarded. Wir gucken mal, was denn hier so drüber ist. Drüben drin ist. Das kann ich aber wegrollen. Das kann ich durchaus wegrollen. Denn, ja. Was wollen wir denn damit? Und vor allen Dingen im Bossraum können wir sowieso nicht neu rollen. Denn wir sind ja jetzt schon in der Ebene, wo Mutti kommt. Die Karte. Ja, kann man jetzt mitnehmen, muss man nicht. Den Dice hätte ich mich übrigens auch echt gefreut, wenn wir den schon eher bekommen hätten, weil dann hätten wir echt das ein oder andere richtige Crap-Item wegrollen können. Das war echt mega langsam einfach. Maggie, ey. Zack. Brenne. So, genug Geld für die Karte haben wir. Oh, irgendwie. Sieht sich heute nicht. Oh Gott. Genug Geld für die Karte haben wir, wie gesagt. Wenn wir denn überhaupt noch die Karte zu sehen bekommen. Oh mein Gott. Werde von einer Bombe nach der anderen weggesprengt. So, Münzen. Jetzt kriegen wir auf einmal Münzen, weißt du? Jetzt. Ja. Ich sage ja, deswegen hätte es sich auch echt gar nicht gelohnt, Dings mitzunehmen. Da, diesen Quarter mitzunehmen. Für ein Herz. Das wäre totale Verschwendung gewesen. Das ist ja nicht so sneaky. Den. Die können wir uns gar nicht holen. Oh, ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich. Zack. Ja, so viel kommt in der Ebene jetzt nicht mehr, was uns hier den Run irgendwie komplett retten könnte. Denn, ja, wir sind einfach, haben einfach zu viele Kack-Items bekommen. Wir haben jetzt nicht großartig viele blaue Herzen. Wir können zwar immer noch das hier gewinnen, oder gewinnen, den Run schaffen, meine ich natürlich. Aber, ja, die Chance ist schon echt sehr gering. So. Der Rusted Key. Ja, ich glaube, der erhöht einfach die Drop-Chancen von Keys. Zack. So. Immer mal wieder ein Herz. Das ist eigentlich ganz nice. Herz. Das ist schon mal auf jeden Fall nicht schlecht. Da hat sich auf jeden Fall schon mal. Mann, ich hasse diese Spinnen so sehr, ne? Ich glaube, ich werde sterben, wenn ich jetzt hier.
Oh Gott.